Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Manch einen erinnert der Bundeskanzler Olaf Scholz ja mittlerweile an die Musikanten auf der Titanic, denn er grinst immer noch, er spielt immer noch munter weiter seine Rolle, obwohl das Schiff am Sinken ist. Nur das Schiff ist in diesem Fall unser Land und unsere Wirtschaft und Scholz will es einfach nicht wissen, er will es einfach nicht mitbekommen und nun gab es eine krachende Backpfeife für ihn und nun die lachende Dritte ist auf jeden Fall Alice Weidel, denn sie hat es sich nicht nehmen lassen, Olaf Scholz so richtig nach allen Regeln der Kunst fertig zu machen. Mehr dazu erfahrt ihr im heutigen journalistischen Beitrag. Wie schlecht muss es der deutschen Wirtschaft eigentlich gehen, wenn sogar der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den die Regierung ja so oft es geht in Schutz nimmt, mittlerweile schon schreiben muss, Goodbye Deutschland, das war's sozusagen mit der Wirtschaft, die Wirtschaft wandert ins Ausland ab, also wenn sogar der Rundfunk das schon feststellen muss, ich blende hier auch die Quelle ein, könnt ihr wirklich sehen, es ist sehr ernst und umso obskurer wirkt es, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz davon absolut nichts wissen möchte. Nun werden sich manche natürlich denken, okay, er hat es einfach wieder vergessen, so wie es bei diesem Herrn ja oft so ist, aber ganz so einfach können wir es ihm dann doch nicht machen, weil er eben doch eine sehr wichtige Funktion für unser Land hat, ob uns das passt oder nicht. Er ist nun mal aktuell Bundeskanzler und hat Entscheidungen zu treffen, die uns gerade wirklich sehr stark in unserem Alltag auch beschädigen. Wir alle bekommen es im Alltag wirklich zu spüren, die explodierenden Preise, das immer weiter unbezahlbare Leben. Und Olaf Scholz macht das, was er am besten kann. Er grinst dazu einfach nur herum und er gibt Interviews, und das ist jetzt kein Witz, ich konnte auch nicht glauben, als ich das gelesen habe, wo er wirklich sagt, er könne kein Schwächeln der deutschen Wirtschaft erkennen. Also nochmal so die in Erinnerung rufen der Faktenlage hier an dieser Stelle muss ich machen, das muss ich unbedingt nochmal anmerken. Wir sind der einzige G7-Staat mit schrumpfender Wirtschaft, also bei uns geht gar nichts. Und der Kanzler Scholz leugnet es einfach, stellt sich hin und sagt, er könne nicht erkennen, dass es der Wirtschaft schlecht gehen würde. Nun, dafür kann es die Wirtschaft allerdings selbst erkennen, weil die geht nun immer weiter ins Ausland. Und hier auch eine weitere Quelle, kann man auch gar nicht glauben, deswegen muss ich es unbedingt einblenden. Der Kanzler wurde wirklich gefragt, wie er es denn fände, dass immer mehr Firmen eher im Ausland investieren würden, statt eben in Deutschland, und er meinte, das wäre gut. Ja, was genau daran gut sein soll, das ist eigentlich weniger klar, denn das Problem ist ja, wenn diese Firmen eben lieber im Ausland investieren, investieren sie nicht bei uns und es führt eben dazu, dass bei uns die Bürger ärmer werden. Das ist ein ganz normaler Prozess, den der Kanzler offensichtlich nicht richtig zugeben möchte, aber mir kann keiner erklären oder keiner erzählen, wie man wirklich so dreist sein kann und sich wirklich in Interviews hinstellen kann und das auch so kommunizieren will. Da braucht man sich ja eigentlich nicht wundern, dass immer mehr Menschen sich auch der AfD zuwenden, zum Beispiel eben auch die Leistungsträger dieser Gesellschaft. Ich blende hier eine aktuelle repräsentative Erhebung ein und die ist wirklich sehr krass, auch für die etablierten Parteien. Man sieht nämlich, die Leistungsträger dieser Gesellschaft, die wenden sich wirklich in ganz großen Teilen der AfD zu, also bis zu 40% oder teilweise sogar über 40% der Menschen mittleren Alters können sich vorstellen, die AfD zu wählen. Aber das ist schon sehr nah an einer absoluten Mehrheit. Also wirklich die Menschen, die dieses Land aktiv am Laufen halten und die vor allem noch ein langes Berufsleben vor sich haben, also die wissen, die müssen locker noch 20, 30 Jahre in diesem Land arbeiten. Gerade diese Menschen, die wollen eben ganz dringend einen politischen Wechsel und tendieren zur AfD. Und Olaf Scholz hat ja neulich was gesagt, unser Kanzler, der meinte, es wäre die Aufgabe eines jeden Bürgers, sich jetzt gegen die AfD zu stellen. Ich sage nur so viel, es sieht aktuell eher so aus, als wäre es die Aufgabe eines jeden vernünftigen Bürgers, Olaf Scholz und seine Ampelregierung abzuwählen. Und logischerweise wählen deswegen auch immer Menschen die AfD. Also Olaf Scholz, der hat auch wirklich richtig krass Angst vor der AfD, muss man sagen. Und diese schöne Rederei von ihm, die fällt ihm nun langsam auf die Füße, denn die Wirtschaftsdaten kann man nicht leugnen. Noch immer mehr Fachleute merken, dass man sie eben nicht leugnen kann. Und nun gab es wirklich eine richtig krachende Backpfeife für den Kanzler, die Alice Weidel natürlich auch perfekt für sich selbst ausschlachten konnte, was natürlich wieder Pluspunkte beim Volk geben kann. Was genau gemeint ist, das seht ihr gleich. Denn es sind aktuell Erhebungen erschienen, die haben es wirklich in sich und die sind eine krachende Backpfeife für unseren Kanzler. Denn diese Erhebungen, die zeigen, ich blende hier auch die Quelle ein, die Menschen vertrauen dem Staat nicht mehr. Das Vertrauen in den deutschen Staat ist auf dem absoluten Tiefstand und es ist nicht nur so, dass eben viele Menschen dem Staat nicht vertrauen. Es ist wirklich so, dass die übergroße Mehrheit der Deutschen dem Staat nicht mehr vertraut und es ist auch die Mehrheit der Deutschen, das ist eine andere Umfrage, blende ich hier auch ein, auch nicht mehr wirklich an die Demokratie in Deutschland glaubt oder eben an geringe Vertrauen hat, als es noch früher so gewesen ist. Und das sind wirklich Daten, die können einen Kanzler nicht kalt lassen. Wie Alice Weidel es allerdings formuliert hat, muss man wirklich sagen, das ist wirklich ein Treffer von der Opposition, von der AfD. Sie hat nämlich klar gekommuniziert, Staatsversagen hat einen Namen und das wäre eben der Name des Kanzlers, das wäre der Name von Olaf Scholz. Und sowas sitzt natürlich tief, weil sie zählt hier nochmal alles auf, was eigentlich der Grund ist, warum das Vertrauen der Bürger weg ist. Zum Beispiel eben die Politik der offenen Grenzen, die Politik, die nicht hart gegen Kriminalität vorgeht, aber natürlich auch die Politik
Politik. Und das habe ich ja schon gesagt, die unsere Wirtschaft wirklich bewusst deindustrialisiert, die eben bewusst unseren Wohlstand zerstört. Genau das ist es ja, warum die Menschen dem Staat nicht mehr vertrauen. Es ist ja nicht so, wie immer Politiker sagen, die Menschen wären plötzlich Staatsfeinde geworden. Nein, die Menschen, die wollen ja ganz klar den Staat. Aber die Menschen wollen eben einen gut regierten Staat. Die Menschen wollen einen Staat, der sich um ihre Interessen kümmert und keinen Staat, der eben immer fremde Interessen vertritt. Keinen Staat, der sich eben hinstellt und immer sagt, okay, wir machen jetzt eine tolle Klimapolitik, wir machen jetzt eine offene Migrationspolitik, aber der eigene Bürger, der kommt am Ende eben immer zu kurz. Und genau das ist es ja zum Beispiel auch, was eine Frau Esken, die ist ja mit Herr Scholz in derselben Partei von der SPD, nicht versteht, wenn sie über ein AfD-Verbot nachdenkt. Dieses AfD-Verbot ist nicht nur juristisch unmöglich, wie Experten sagen, es ist auch wirklich so, dieses permanente Schießen gegen die AfD. Man merkt ja richtig, Kanzler Scholz, der hat wirklich Angst vor der AfD. Und ihr könnt jetzt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist eure Meinung dazu? Vertraut ihr den deutschen Staat noch? Vertraut ihr der Demokratie noch? Oder könnt ihr verstehen, wenn die Menschen wirklich aktiv sagen, okay, eine Regierung, die so schlecht ist wie diese Ampel, da kann man auch in den Staat kein sonderliches Vertrauen haben? Beziehungsweise könnt ihr verstehen, dass die Menschen auch wirklich massenhaft dann zur AfD und zu Alice Weidel abströmen? Weil es ist ja immer so, wenn einer eben das Vertrauen verspielt, das ist jetzt meine Ansicht, es ist ja vollkommen logisch, dass man sich eben einen anderen Ansatzpunkt sucht und sagt, okay, das könnte ja dann vielleicht besser werden. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Und dieses ganze Gehetze auch von eben der SPD gegen die AfD, das muss man wirklich so entlarven, was es ist. Es ist schlichtweg die Angst, dass man die eigenen Fälle davon schimmen sieht. Man sieht eben, die Menschen vertrauen uns nicht mehr. Also werden die Menschen eben versuchen, jemand anderes dieses Vertrauen zu schenken und jemand anderem die Chance geben, eben dieses Vertrauen verdient zu machen. Und das ist ein ganz urdemokratischer, normaler Prozess. Das sollte eigentlich jeder an dieser Stelle wissen. Und klar, es ist eine schallende Backpfeife für den Kanzler eben, aber auch für die ganze Ampelregierung, wenn die Menschen ihm nicht mehr vertrauen. Aber Frau Weidel hat es eben perfekt auch nochmal auf den Punkt gebracht. Es ist nicht nur irgendwie so, dass die Menschen jetzt schlecht gelaunt werden, wie Scholz immer sagt, oder dass die Menschen irgendwie undankbar werden für die tolle Politik der Ampel. Es ist wirklich anhand von konkreten Themenfeldern festzumachen. Man sieht jetzt zum Beispiel, sogar der E.ON-Chef hat ja den Atomausstieg auch konkret kritisiert. Also wir sehen ja wirklich, es ist eine Energiepolitik, die wurde bewusst von den Grünen so gemacht. Kanzler Scholz, die SPD und die FDP haben das mitgetragen. Und dass wir heute eben so dastehen, dass es unserer Wirtschaft so schlecht geht, das ist eben, es hat eine Ursache. Und diese Ursache, die ist eben der Kanzler, diese Ursache sind die Grünen, diese Ursache ist eben die Ampelregierung. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach völlig verständlich, dass die Menschen die Ampelregierung weghaben wollen. Seht ihr das auch so? Schreibt es in die Kommentare. Und noch viel wichtiger, teilt auch dieses Video überall, weil ich finde, ihr solltet sehen, ihr seid mit eurer Meinung in diesem Land, das ist ganz wichtig, nicht alleine. Es ist wirklich die große Mehrheit, die diesem Staat nicht mehr vertraut. Es ist die große Mehrheit, die diesem Land die Veränderung möchte. Und wenn ihr auch Veränderung möchtet, teilt dieses Video mit euren Freunden, zeigt es euren Familien. Sorgt dafür, dass noch mehr Menschen diese kritischen Inhalte sehen und sich damit auseinandersetzen, dass sich in diesem Land etwas ändern muss. Und ich möchte einfach nochmal anmerken, dass dieses Bekämpfen von anderen Meinungen, dieses Canceln, dass man wirklich sagt, die AfD muss verboten werden, das wird ja gerade wieder so massiv übergefordert, ihr bekommt das sicherlich mit, und dass man eben versucht, auch Menschen wie mich permanent mundtot zu machen, das hat einen einzigen Grund, Angst. Und diese Angst, das sage ich ehrlich, die habt ihr euch selber gemacht, das sage ich auch direkt gewandt an Sie, Herr Scholz, diese Angst, die Sie vor der AfD haben, die Ihre Partei vor der AfD hat, das ist ja genau wegen Ihrer Politik. Würden Sie eine bessere Politik machen, müssten Sie diese Angst gar nicht haben. Und ich blende hier auch den Beweis ein. Wie kann es eigentlich sein, dass in Deutschland überall gespart werden muss? Das ist wirklich, heißt ja, wir sparen am Elterngeld, wir überlegen, wo wir wirklich im Haushalt am eigenen Volk kürzen können. Aber Finanzminister Christian Lindner von der ach so tollen, wirtschaftsfreundlichen, angeblich so liberalen FDP fährt jetzt in die Ukraine und sagt, egal wie knapp die Gelder in Deutschland im Haushalt werden sollten, das habe ich mir nicht ausgedacht, ich blende hier auch die Quelle ein, es wäre auf jeden Fall für die nächsten Jahre ganz klar gesichert, dass im Haushalt Gelder für die Ukraine-Unterstützung vorgesehen wären. Muss man doch ehrlich sagen, wir können es also weiterhin leisten, ein fremdes Land finanziell zu unterstützen. Wir können weiter einen fremden Krieg unterstützen, weil nichts anderes machen wir hier. Aber wenn es dann heißt, es muss mehr Geld für das deutsche Volk da sein, wir brauchen hier auch Geld für unsere eigenen Bürger, dann heißt das die ganze Zeit, nein, das wäre nicht machbar, wir müssen sparen. Aber auf der anderen Seite, das ist ja wie gesagt hier belegt, habe ich eingeblendet, schmeißt man das Geld eben mit offenen Händen raus. Aber Herr Lindner, das ist eben nicht Ihr Geld, das ist eben deutsches Steuergeld. Und würden Sie nicht so eine Politik machen, ganz wichtig, dann gäbe es gar keine so starke AfD. Also dieses ganze Geheule von, oh, die AfD ist so stark, das habt ihr euch alle selbst eingebrockt, will ich nochmal ganz klar sagen. Und deswegen ist dieses peinliche Gehetze dann gegen die AfD und gegen andere Personen eben noch umso peinlicher, weil man ja wirklich es heraufbeschworen hat, dass die Bürger sich wehren. Die Bürger sind ja nicht einfach so grundlos schlecht gelaunt. Die Bürger wollen endlich, dass man sich um sie zuerst kümmert. Und dieses Recht haben sie nun mal. Es ist ihre geleistete Arbeit, es sind ihre Steuergelder. Und ich sage es bewusst so, es sind unsere Steuergelder. Wir alle haben sie gezahlt. Wir alle hätten das Recht, dass sie für unser Land eingesetzt werden. Und ich sage, ich werde ja gerade für diese Stellungnahmen hier
hier auch immer so krass beleidigt von allen Stellen, für meine journalistische Arbeit hier so krass angefeindet. Da hat es wirklich gut getan, mal zu sehen, wie es eigentlich ist, wenn wirklich mal neutral über einen berichtet wird. Ich blende euch hier etwas ein, das solltet ihr unbedingt sehen. Es war ein Artikel, wo ich genannt wurde auch, im sogenannten Freilich-Magazin. Da wurde meine Arbeit analysiert, durchaus eben mit journalistischer Distanz. Also es wurde auch zum Beispiel geschrieben, dass ich mich ja durchaus auch positiv zur AfD äußern würde und alles. Also meine Tätigkeit wurde wirklich eben neutral seziert sozusagen. Aber es wurde eben auch geschrieben, ich hätte auch große Stärken, zum Beispiel meine juristische Unangreifbarkeit, dass Nährfolgerich Niki eben einer der reichweitenstärksten Kanäle wäre und dass ich den Linken sehr schwer machen würde, mich zu canceln. Das wurde da angemerkt, ich habe den Artikel ja auch eingeblendet, hier könnt ihr alles sehen. Und da muss ich ehrlich sagen, diese Unangreifbarkeit, das ist etwas, da bin ich auch sehr stolz darauf, aber nicht etwa auf mich, sondern das sage ich bewusst so, auf uns alle. Denn dass ich hier so frei arbeiten kann, dass ich mich übrigens immer wieder wehren kann, wenn man versucht, mich zu zensieren, weil es sehr andauernd versucht wird, dass ich mich immer wieder wehren kann, wenn linke Aktivisten versuchen, und das versuchen sie gerade wieder massiv, mich aus dem Internet wegzukriegen, das verdanke ich nur euch, weil ihr eine tolle Community seid, weil ihr immer hinter mir steht und vor allem, weil ihr meine journalistische Arbeit auch immer wieder freiwillig finanziell unterstützt. Und die Möglichkeiten, wie ihr meine Arbeit jetzt erst recht freiwillig finanziell fördern könnt, die blende ich euch hier im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen jedem danken, der meine Arbeit jetzt per Bankverbindung oder per PayPal freiwillig finanziell fördert. Ihr sorgt damit wirklich dafür, wie hier geschrieben wurde auch, dass ich weiter so unangreifbar hier sein kann, dass ich weiter eine starke öffentliche Stimme für eure Interessen sein kann und dass ich wirklich das machen kann, was gerade in diesem Land fehlt. Freien Journalismus, der sich vor dieser Ampelregierung nicht verbeugt, so wie es gerade so viele andere machen. Deswegen danke an jeden, der meine Arbeit jetzt unterstützt. Ihr könnt auch diesen Kanal jetzt noch abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, macht es unbedingt jetzt. Es hilft sehr, dass noch mehr Menschen diese Aufklärung hier sehen. Wir erreichen noch mehr Menschen, darum sollte es gehen. Also danke an alle, die jetzt noch eben abonnieren und Glocke aktivieren. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder, Leute. Bis dann und ciao.